Hallo Freunde, hattet ihr schon mal das Gefühl gehabt, dass ihr alles wisst? Nein, nicht, dass ihr euch perfekt mit der Kernphysik auskennt, bessere Sonett wie Shakespeare schreiben könnt und dabei auch noch die Wikipedia auswendig kennt. Habt ihr aber schon mal das Gefühl gehabt, dass eure Vorstellung von der Welt vollständig ist? Was ist aber, wenn wir euch sagen, dass manche Dinge, an die die Menschheit gewöhnt ist, nichts weiter als ein Mythos sind? Und natürlich haben wir Beweise. Habt ihr wirklich keine Angst, die Wahrheit zu erfahren? Dann los geht's! Chinesische Mauer. Eines der Weltwunder, ein Denkmal und ein Meisterwerk der antiken Architektur. Das alles ist die chinesische Mauer. Ihre Länge beträgt 21.196 Kilometer. Es wird angenommen, dass die Mauer selbst aus der Erdumlaufbahn zu sehen ist, obwohl die NASA behauptet, dass das Denkmal kaum zu sehen ist und auch nur bei nahezu idealen Wetterbedingungen. Im Großen und Ganzen sieht es also genauso aus, wie jedes andere große und von Menschen geschaffene Objekt aus. Es gibt auch einen Mythos, dass die chinesische Mauer sogar mit bloßem Auge vom Mond aus zu sehen ist. Dieser Mythos entstand im Jahr 1754, lange bevor die Menschheit Satelliten hatte. In Wirklichkeit wäre die Breite der chinesischen Mauer vom Mond aus gesehen die gleiche wie die eines Menschenhaares aus der Entfernung von 3 Kilometern. Also keine Chance, Freunde. Alle, die die chinesische Mauer mit eigenen Augen sehen möchten, müssten deshalb unbedingt nach China reisen. Jedoch wird es auch hier bald nichts mehr zu sehen geben. Obwohl ein Teil der Mauer nördlich von Peking und in der Nähe von Touristenzentren erhalten und sogar restauriert wurde. An vielen anderen Orten ist die Mauer in einem sehr schlechten Zustand. Manchmal diente sie als Quelle für Steine, für den Bau von Häusern und Straßen. Manchmal wurde sie einfach von Vandalen zerstört. An einigen Ziegeln, die von Dorfbewohnern genommen wurden, wurden chinesische Wörter ausgeschnitzt. Laut Wissenschaftlern handelt es sich hierbei um unschätzbare historische Artefakte. Auf Dorfmärkten werden sie jedoch für nur 7 bis 8 Dollar verkauft. In einem Bericht des Nationalen Amtes für Kulturerbe aus dem Jahr 2012 heißt es, dass 22% der chinesischen Mauer einfach verschwunden sind und die Situation von Jahr zu Jahr noch schlimmer wird. Viele westliche Abschnitte bestehen aus Lehm und nicht aus Ziegelstein und sind daher anfälliger für Erosion. Wind, Regen, Touristen und Einheimische. Das alles führt zu einer raschen Zerstörung der Mauer. Foto des Ungeheuers von Loch Ness. Die Legende des Loch Ness-Ungeheuers ist wahrscheinlich eine der berühmtesten Legenden. Die erste schriftliche Erwähnung einer mysteriösen Kreatur, die in Gewässern des Loch Ness-Sees lebt, stammt aus dem 6. Jahrhundert nach Christus. In der Biografie des heiligen Columban wird über den Triumph des Heiligen über das Wassertier im Fluss Ness berichtet. Etwas mittelalterliche Folklore, ein paar keltische Legenden und schon gibt es Menschen, die behaupten, sie hätten das Monster mit eigenen Augen gesehen. Mit der Entwicklung der Fotografie sind auch Nachweise erschienen. Das sogenannte Chirurgenfoto ist die erste Aufnahme des Kopfes und Nackens dieser Kreatur. Es wurde angenommen, dass der Autor dieses Fotos der Arzt Kenneth Wilson gewesen ist. Das Foto vervollständigte das bis dahin entstandene Bild einer prähistorischen Eidechse. Laut dem Fotografen wurde das Foto versehentlich aufgenommen. Kenneth Wilson behauptete, dass er sich den See angeschaut hat und dann plötzlich dieses Monster erschienen ist. Der Mann griff sofort nach der Kamera und machte 4 Fotos. Nur 2 davon sind gelungen. Eins davon ist weltweit berühmt geworden und wird immer noch oft als Beweis für die Existenz des Loch Ness-Ungeheuers verwendet. Schließlich wurde es noch im Jahr 1934 gemacht, als es noch kein Photoshop gab. 60 Jahre lang galt das Bild als authentisch, obwohl viele an der Realität des Loch Ness-Ungeheuers zweifelten. Im Jahr 1994 stellte es sich heraus, dass es sich dabei um ein U-Boot-Spielzeug handelt, das von Christian Sperling, dem Schwiegersohn von Marmaduke Wetherell, gebaut wurde. Nachdem sich die von Marmaduke Wetherell gefundene Fußabdrücke des Loch Ness-Ungeheuers als eine Fälschung erwiesen haben, wurde Marmaduke Wetherell öffentlich von Daily Mail verspottet. Um sich an der Zeitung zu rächen, baute der Mann mit seinen Komplizen das Loch Ness-Ungeheuer zusammen, machte davon ein paar Fotos und schickte sie dann an die Zeitungsredaktion. Und die Zeitungsmacher, nein, sogar die ganze Welt fiel darauf rein. Ägyptische Pyramiden und Sklaven. Das alte Ägypten zieht immer wieder die Aufmerksamkeit von Wissenschaftlern und gewöhnlichen Menschen auf sich, wobei das Alter der jeweiligen Menschen überhaupt keine Rolle spielt. Selbst ein Schüler oder eine ältere Dame wird euch leidenschaftlich über die Pharaonen und die Pyramiden erzählen. Apropos Pyramiden. Die meisten Menschen sind sich sicher, dass Sklaven die Hauptarbeit bei der Errichtung von Pyramiden gemacht haben. Schließlich braucht man zur Errichtung einer Pyramide wirklich viele Menschen, die bereit sind, Tag und Nacht zu arbeiten. Vielleicht sogar ohne Wochenenden und Feiertage. Nicht verwunderlich, dass Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts nur Sklaven
Sklaven in der Rolle der Bauherren betrachtet haben. Im 20. Jahrhundert glaubte man, dass die Pyramiden von einem unbedeutenden Teil der Gesellschaft von fortgeschrittenen Arbeitern und Architekten gebaut wurden. Doch wie ist es ihnen gelungen, solche große Bauwerke zu erschaffen? Das bleibt ein Rätsel. In der Tat war die gesamte arbeitsfähige Bevölkerung am Bau der Pyramiden beteiligt. Das heißt, dass andere Teile der Gesellschaft ihnen dabei indirekt geholfen haben, zum Beispiel sie mit allem Nötigen versorgt oder für sie gekocht haben. Ein anderer Teil machte sich auf die Suche nach Stein und Metall. Kein Land der Welt hätte genug Sklaven, um so etwas zu errichten. Die Hexen von Salem. Geschichten über die Hexenjagd kommen uns ungefähr immer gleich vor. Anklage, unfaires Urteil und dann ein schrecklicher Tod im Feuer. Denn nur so kann man das Böse loswerden. Einer der bekanntesten Hexenprozesse ist der Hexenprozess von Salem. Er war bei weitem nicht die einzige in den USA, doch die Reihe von Anhörungen, die von Februar 1692 bis Mai 1693 stattfanden, gewannen die größte Beliebtheit. Denn das war die tödlichste Hexenjagd in der Geschichte des kolonialen Nordamerikas. Sie wird auch als eines der bekanntesten Fälle von Massenhysterie bezeichnet. Mehr als 200 Menschen wurden angeklagt, 30 für schuldig befunden, von denen 19 hingerichtet wurden und mindestens 5 im Gefängnis gestorben sind. Und all das waren Menschen, die überhaupt keine Verbrechen begangen haben. Dabei wurden alle verurteilt. Erhängt. Piltdown-Mensch. Am 15. Februar 1912 erhielt Arthur Smith Woodward, Kurator der Geologieabteilung des Britischen Museums, einen Brief vom Amateurarchäologen Charles Dawson. Er berichtete von seinem Fund, den er in einem Kiesgruben in Piltdown gemacht hat. Es war der Teil eines Schädels eines menschenähnlichen Wesens. Im Mai begann Smith Woodward sich damit zu befassen und kam zu dem Schluss, dass das Fragment einem unbekannten alten Mann gehört haben musste. Dabei ist solch ein Fund für die Wissenschaftler ein wahrer Schatz. Schließlich findet man nicht jeden Tag derartige Überreste. Zusammen mit Dawson setzte er die Ausgrabungen im Sommer fort und fand weitere Beweise für die Existenz des antiken Piltdown-Menschen. Noch mehr Schädelfragmente, Kiefer mit 2 Zähnen, verschiedene Tierfossilien und primitive Steinwerkzeuge. Das war eine echte Sensation. Woodward rekonstruierte den Schädel und am 21. November 1912 veröffentlichte die Zeitung Manchester Guardian einen Artikel über die erstaunliche Entdeckung von Sussex. Man glaubte, dass es sich wahrscheinlich um den Schädel einer Kreatur handelte, die vor 1 Million Jahren gelebt hat und dass es der älteste Vorfahre des Menschen ist, der in England gefunden wurde. Bald wurde die Entdeckung des Piltdown-Menschen auch der Weltgemeinschaft vorgestellt. Der Fund, der als fehlendes Glied in der Evolution zwischen dem Affen und dem modernen Menschen beschrieben wurde, sorgte für Furore. Wir werden nicht weiter auf langweilige Details eingehen, wir werden nur sagen, dass der Piltdown-Mensch viele Vorstellungen über die Evolution ändern könnte. Selbst die skeptischsten Wissenschaftler erkannten den Fund an. Leider stellte es sich jedoch heraus, dass es eine Fälschung gewesen ist. Die Knochen wurden künstlich gealtert und die Zähne, die eigentlich einem Orang-Utan gehörten, wurden leicht geschliffen, damit sie den Zähnen eines Menschen ähneln. Der Piltdown-Mensch wurde aus den Knochen eines modernen Menschen und eines Orang-Utan zusammengesetzt. Am 21. November 1953 gab das Londoner National History Museum offiziell bekannt, dass der sensationelle Fund eine Fälschung ist. Gehörnte Wikingerhelme. Wie stellt ihr euch Wikinger vor? Bärte, runde Schilde, wahrscheinlich Äxte oder Schwerter. Und natürlich gehörnte Helme. Und je größer diese Hörner, desto besser. Das waren sicherlich harte Krieger des Nordens, die auf solch eine Art und Weise ihre Härte betont haben. Historiker, die die Gräber der Wikinger sorgfältig untersucht haben, bestehen darauf, dass es dort keine gehörnten Helme gegeben hat. Ernsthaft. Trotz den gut enthaltenen Grabstätten fanden die Archäologen nur einmal einen ganzen Kampfhelm, der überhaupt keine Hörner hatte. Und nicht deswegen, weil sie mit der Zeit abgefallen sind. Nein, die hat es auch früher nicht gegeben. Schließlich wären sie im Kampf nicht nur nutzlos, sondern auch gefährlich. Denn solch einen Helm könnte der Gegner leicht schnappen. Wie entstand also diese seltsame Vorstellung über die Wikinger? Es wird angenommen, dass wir die Hörner skandinavischen Künstlern aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu verdanken haben. So stellte der Schwede August Malmström seine Wikinger-Vorfahren dar. Im Jahr 1876 schuf Karl Emil Doppler gehörnte Helme für die Figuren der Oper von Richard Wagner. Der Ring der Nibelungen. So sind die gehörnten Wikingerhelme auch entstanden. Schwere Ritterrüstung. Wenn wir schon die Wikingerhelme angesprochen haben, dann sollten wir unserer Meinung nach auch auf einige Details der Ritterrüstung eingehen. Es wird angenommen, dass die Ritterrüstung sehr schwer gewesen ist. Doch die Geschichten darüber, dass die Ritter nicht ohne fremde Hilfe in den Sattel klettern oder aufstehen konnten, sind nichts weiter als ein Mythos. Außer in Fällen, wo sie wirklich toll auf den Kopf bekommen haben. Die Ritterausrüstung ermöglichte es, sich absolut frei zu bewegen und mit dem Feind zu kämpfen. Das Gewicht der Ausrüstung betrug in der Regel nicht mehr als 30 Kilogramm und war gleichmäßig am Körper verteilt. Diese Technik ließ die Rüstung einfacher erscheinen, als sie tatsächlich war. Übrigens ist das Gewicht der Ausrüstung moderner Soldaten nicht leichter und manchmal sogar schwerer als die eines mittelalterlichen Ritters. Dabei hält
hält niemand heutige Soldaten für ungeschickt. 4. Juli. Der US-Unabhängigkeitstag wird am 4. Juli gefeiert, zum Gedenken an die Unterzeichnung der Unabhängigkeitserklärung. Dies ist ein besonders historisches Dokument, in dem die britischen Kolonien in Nordamerika die Unabhängigkeit von Großbritannien erklärten. Doch in der Tat ist es alles viel komplizierter. Der 4. Juli steht in der Tat in engem Zusammenhang mit der Unabhängigkeitserklärung, aber an diesem Tag wurde sie nicht unterzeichnet, sondern nur angenommen. Trotz der Verbreitung dieses Mythos, an den selbst Einwohner der Vereinigten Staaten glauben, lehnen Historiker es kategorisch ab. Sie behaupten, dass die Unabhängigkeitserklärung erst am 2. August von den meisten Delegierten unterzeichnet wurde. Das ist aber noch lange kein Grund, um den Feiertag zu verlegen, oder? Das war's für heute. Bis bald!